Genau, auch zu dieser Minute finden weltweit Millionen Besprechungen statt, wo morgen wieder nachgewassert, nachtelefoniert werden muss, weil eben nicht klar ist, wer macht was bis wann. Und dabei ist Redezeit Lebenszeit und wahrscheinlich die härteste Währung, die uns am Ende des Lebens nicht aufgegossen wird. Und da geht es ein Stückchen darum, welchen Menschen hören wir zu. Denn natürlich haben wir den Eindruck bei manchen im Meeting, nein, die hat eine tolle Stimme, der könnte ich lang zuhören. Oder der spricht schön. Manche haben so das gewisse Etwas, dieses verbale Charisma. Und wir leben in einer auf Kommunikation zentrierten Welt, in einer Kommunikationsgesellschaft. Alleine 300 Milliarden E-Mails zischen jeden Tag um den Weltball. Und da ist die Frage, die Nase vorn haben die, denen man eben zuhört. Und meine Frage für euch ist, hat jeder ein rhetorisches Talent? Was sagt ihr? Oder andersrum gefragt, ist dieses gewisse Etwas, dieses verbale Charisma angeboren? Also Hand hoch mal für alle, die sagen, verbales Charisma ist angeboren. Bitte macht's mit. Oh. Und jetzt die andere Frage, hat jeder ein rhetorisches Talent? Ah, das sind ein paar mehr, jawohl. Und die haben recht. Ja, es stimmt, jeder hat ein rhetorisches Talent, aber nicht jeder hat dieses Talent gleichermaßen entwickelt. Wir haben alle masso menos mit einem Jahr reden gelernt, sprechen hingegen lernen nur die wenigsten. Und das ist natürlich auch was, wo man sagt, wo kann ich für mich was tun, damit dieses rhetorische Talent auch wirklich greift. Und da habe ich so den Eindruck, also als zweifache Oma bin ich ja jetzt erst vor kurzem geschickt worden, um Mobiles zu kaufen. Kennt ihr die noch? Das sind so Dinge, die man dem Kind übers Bett hängt, damit es besser schläft. Und da habe ich so den Eindruck, wenn man sich so ein Mobile anschaut, dann ist eigentlich das Problem schon mal da. Nämlich das, was das Kind sieht in Wirklichkeit, ist selten, was wir kaufen. Wir kaufen Flugzeuge oder irgendwelche Dinge sonst, irgendein schönes Mobile. Und fürs Kind wäre es wurscht. Fürs Kind ist es immer das Gleiche im Aufriss. Also sehr stark geht es bei Menschen, denen wir zuhören, darum, schaffen die unseren Blick einzunehmen. Kriegt es jemand hin, nicht vom eigenen Nabel wegzutexten, sondern den anderen ins Zentrum der Aussage zu stellen. Und das haben wir übrigens in der ältesten Form der Kommunikation, in der Liebeskommunikation, in der Liebesakquisition besonders. Je nördlicher wir geografisch gehen, umso mehr stehe ich im Zentrum. Ich liebe dich. Noch weiter im Englischen, I love you. Je südlicher ihr geografisch geht's, umso mehr steht der andere im Zentrum. Ti amo, te quiero, dich lieb ich. Was semantisch schon einen gewissen Unterschied macht, ob man sagt, ich lieb dich oder dich lieb ich, hat eine andere Ausschließlichkeit. Und als Rhetoriktrainerin und Rhetorikerin bin ich natürlich immer beschäftigt, so Relationen herzustellen, auch Unverhältnismäßigkeiten aufzuspüren und Vergleiche anzustellen. Also Beispiel, die maximale Länge eines Klingeltons sind 40 Sekunden. Auf der anderen Seite nimmt sich alle 40 Sekunden weltweit jemand das Leben. Stille für immer, beides Fakten unserer Zeit. Und da stellt sich dann schon die Frage, kommunizieren wir jetzt zu viel oder zu wenig? Ist es außen zu laut oder im Innen zu leise? Und wie redest vor allen Dingen du mit dir? Denn gute Kommunikation beginnt natürlich bei uns. Und schaffen wir es da auch, uns selber Trost zuzusprechen oder auch die eigene Stimme der zu lauschen? Was aber eben nicht bedeutet, an die erste Position des Satzes immer das Ich zu stellen. Es geht nicht darum, nur Ich-Lingsätze vom Nabel wegzutexten, sondern eben auch zu schauen von wegen, was braucht der andere? Dieser Wurm muss dem Fisch schmecken in der Aussage und nicht dem Angler. Für mich ist es deswegen auch spannend, sich diesen rhetorischen Triathlon anzuschauen. Wie im Sport, Laufen, Schwimmen, Radfahren, so ist es in der Kommunikation. Argumentieren ohne zu laufen, also nicht nur Argumente aneinander zu ketten, sondern lieber Menschen zu überzeugen, als nur zu überreden. Zu präsentieren ohne zu schwimmen.
Und zwischendurch müssen wir auch kontern, wenn Gemeinheiten kommen, zu kontern, ohne zu treten. Weil 80% unseres Tages erledigen wir in Kommunikationssituationen und irgendwann muss man mal was argumentieren. Man muss sich oder Inhalte präsentieren und auch auf Gemeinheiten, Killerphrasen, Schlagfertigkeitsdinge mal auch zwischendurch kontern. Und jetzt ist es gar nicht so leicht, denn wir sind alle miteinander nicht in allen drei Disziplinen gleich gut. Es gibt Menschen, die können super logisch argumentieren, aber sind gar nicht so schlagfertig, wenn es dann darum geht, auch mal irgendwie eine Killerphrase auszuhebeln. Manche sind super beim Präsentieren, schaffen es aber nicht mit der Stringenz. Und da habe ich mich schon vor ein paar Jahren drum gekümmert, die Formel für verbales Charisma zu definieren. Und ich habe sie euch mitgebracht. Die Formel für verbales Charisma. Also was ist das Erste, was wir brauchen? Wenn wir sagen, jemand ist ein guter Redner, gute Redner zeichnet aus, dass sie einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Worten haben. Also der Wortschatz ist ein Thema. Ohne Wortschatz wird es schwierig und wir leben mit unserer Sprache auf einem wirklichen Fundus an Worten. Also das Deutsche hat mit 300.000 bis 500.000 Worten wirklich viel, nur noch getoppt vom Englischen mit 620.000 Wörtern, also da hätte man eine ganze Menge. Der durchschnittliche junge Erwachsene verwendet zwischen 10, 12 und 15.000 Worten, was jetzt gar nicht einmal so viel ist, gemessen daran, wie viele wir zur Verfügung hätten. Das heißt, wir müssen da schon ein bisschen aufspüren, was können wir brauchen, natürlich bunte Worte. Also was ist ein graues Wort? Ein graues Wort ist Essen. Denn Essen beschreibt nur die Tätigkeit an sich, wir haben aber noch kein großes Bild. Wogegen, wenn wir haben Speisen, Tafeln, Dinieren, was schon eher nach schön gedeckten Restaurants klingt, im Vergleich zu Schlemmen, Schmausen, Völlern, was eher nach knusprigen Tieren und irgendwelchen bodenständigeren Dingen klingt, oder gehen wir nach der Arbeit irgendwas snacken, was so ein bisschen die Konnotierung hat, alles, was man auf der Straße erledigen kann, von McDoof, Pizzaschnitte, Hotdog. Also dieser bunte Wortschatz gibt uns bereits mehr Infos, wie wir Dinge tun. Und natürlich macht gute Trainer oder gute Sprecher und auch gute Mitarbeiter aus, dass sie schon Kino in die Köpfe der Menschen bringen, dass sie natürlich da auch schon ein bisschen mehr bewirken. Wenn wir jetzt sagen, aktiver und passiver Wortschatz, dann ist die schlechte Nachricht, jeder von uns hat einen riesengroßen und viel größeren passiven Wortschatz. Also die Worte, die wir dekodieren, wenn wir sie lesen, irgendwo hören oder verstehen, also übersetzen können, das sind fast 100.000 Worte, die wir drauf haben. Aber eben im Aktiven sind es dann so zwischen 12 und 15 und da liegt die Krux. Und ich merke das auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin und bei mir im Büro meine Damen anrufen und ich sage, wie schaut es aus mit dem Projekt? Und wenn mir meine Anina dann sagt, das muss ich noch machen, das ist so grau, dass ich weiß, die hat noch nicht einmal darüber nachgedacht anzufangen. Ja, wogegen, wenn mir mein Jens sagt, das packe ich morgen an, habe ich die Info, er steht am Anfang. Wenn mir meine Lydia sagt, das hast du bis morgen finalisiert, habe ich die Info, sie steht am Ende. Und das ist natürlich etwas von wegen verbales Charisma. Ja, Wortschatz ist schon was, was hilft. Als zweite Variable brauchen wir Kompetenz. Selbstverständlich mögen wir Menschen, die was los haben auf ihrem Gebiet, die ihr Handwerk können, die irgendwie eine Expertise haben, egal ob in der Medizin, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Also jemand, der was kann, übrigens auch eine Variable von wegen unserer Frage, für die man was tun kann. Denn jeder von uns kann sich in ein Gebiet hineinnerden oder irgendwo schauen, dass er Experte wird. Also das ist nicht was, was dieses Baby hat und dieses nichts und dafür können wir alle was tun. Also Kompetenz ist natürlich ein Thema. Als zweites kommt eine Multiplikation, weil es zusammengehört, nämlich Sprache und Stimme. Ja, ganz klar, bei verbalem Charisma ist es nicht wurscht, wie jemand klingt. Wie gut kann jemand artikulieren? Ist das was, wo man den Eindruck hat, oh fein, der hat eine gute Sprache? Denn Sprache ist immer auch ein Indiz für Herkunft, Bildungsgrad, Milieu. Und deswegen wäre es super, wenn es gerade bei der Aussprache so ist, dass wir hier gewisse Dinge schöner sprechen. Also die Konsonanten sind so die, also
sind so die Knochen unserer Sprache, die geben unserer Sprache die Struktur. Deswegen ist es super, wenn man nicht sagt, guten Tag, ja, weil dann ist die Struktur schon weg. Und die Vokale A, E, I, O, U geben unserer Sprache die Musik. Und dann sind sie besonders wichtig, wenn sie doppelt vorkommen in sogenannten Zwielauten oder Diphthongen, wo es halt super ist, wenn man ein Ei immer spricht wie ein AE, um zu verhindern, dass man haben gerade im Osten Österreichs heiraten, weiß, lewand. Ein Au sollte immer gesprochen werden in Richtung AO, um zu verhindern, dass man haben Pfo, Haus, Maus, Gogo. Ja, auch nicht super. Oder ich bin der Ball. Und ein Oi sollte immer gesprochen werden in Richtung OI, um zu verhindern, dass man haben Lötte, Hötte, Mötte, Bötte. Klingt ja auch nicht so super. Also das heißt, die Sprache ist auf jeden Fall was. Und da will ich auch dazu sagen, weil ich das immer wieder gefragt werde, wie ist es mit dem Dialekt? Der Dialekt ist ein Teil unserer Identität, das ist ein Teil unserer Wurzeln, auch unseres Seelenfriedens. Und wir haben in Österreich, Österreich besteht zu weiten Teilen mehr aus Provinz. Die großen Millionenstädte wie Frankreich, Deutschland haben wir nicht. Das heißt, jeder kommt irgendwo von wo er natürlich auch den Lokalkolorit pflegen muss. Denn wehe, du redest anders, dann sagen die sofort, bist jetzt großkupfert worden, ein Stadtmensch, jetzt bist wieder daheim. Das heißt, wir müssen beides haben. Sowohl die gebundene Mediensprache, also heißt fürs bebaute Gebiet, viele Häuser, ist es gut, so etwas wie eine gebundene Mediensprache zu haben. Und für daheim, ja, selbstverständlich, das, was wir daheim auch reden, das ist ein Teil unserer Identität. Das heißt, richtig zu artikulieren, heißt nicht unauthentisch oder unnatürlich zu artikulieren. Die Stimme ist ein Riesenthema. Die Stimme ist ein Riesenthema und für manche sogar bei der Partnerwahl essentiell, wenn irgendwie eine sagt, Alexander, das wird nicht die Mutter meiner Kinder. Ja? Also Stimme ist immer auch was, womit wir uns natürlich ausweisen und da vielleicht auch in die Richtung Tonhöhe ist immer verantwortlich für Freundlichkeit und freundlich klingen viele. Tontiefe ist immer verantwortlich für Glaubwürdigkeit und da gibt es bei manchen noch was abzumischen, damit es nicht nur freundlich, sondern auch überzeugend klingt. Ja. Das heißt, die Stimme selber ist ein Seismograph für die Psyche. Wir wissen, wenn wir jetzt 3 Stunden lang geheult haben und zum Telefon gehen, dann klingen wir anders, als wenn wir jetzt gleich abheben. Menschen, die uns kennen, können dann sogar Dinge hineingeheimnissen. Die sagen, dann geht's dir nicht gut heute, was ist los? Da beginnen dann die Deutungen der Bedeutungen. Also Stimme und Sprache gehören schon auch zusammen. Geteilt durch. Was wir alle nicht leiden können, ist Nervosität, weder bei uns selber noch bei anderen, obgleich wir es wirklich verstehen, wenn jemand Lampenfieber hat, wir sind ja empathische Menschen, aber wir würden jetzt nicht ausgerechnet den zum Chef schicken, um unsere Anliegen zu vertreten, den, der die weichsten Knie hat. Nein, wir schicken souveräne Redner, wo wir das Gefühl haben, oh, du vertritt uns auch, toi, 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 und nicht unbedingt jemanden, der da sich wegbiebert. Und was wir alle nicht leiden können, ist Engstirnigkeit. Wir wollen eine gewisse Großzügigkeit im Denken und keine kleinkarierten Geister. Das nervt, egal in welcher Zunft, in welcher Geschichte. Und wenn man sich jetzt hier diese Variablen anschaut, dann sind es für die, die vorhin gedacht haben, es wäre eine angeborene Sache, eigentlich alles Variable, für die man selber was tun kann. Und das ist so ein bisschen meine Frage, wo könnt ihr ansetzen? Denn ganz klar, Wortschatztraining geht schneller als Stimmtraining, dauert ein bisschen länger. Für die eigene Kompetenz was zu tun, geht im Zuge des Studiums oder des Jobs zum Teil automatisch, aber möglicherweise muss man sich ein bisschen auch um die Aussprache kümmern. Und da kann man sofort anfangen. Also da gebe ich euch gleich die 3L-Methode mit. Bei der Aussprache, bei der Artikulation kann man sofort mit 3L arbeiten, nämlich langsam, logisch, laut. Warum laut? Wir leben in einer Welt, in der ganz viele Menschen mikrofonunterstützt sind. Und wir haben es jetzt gerade wieder erlebt, von Altbach bis Davos. Irgendwann hört man aus der Saalmitte, obwohl alle Speaker mikrofonunterstützt sind, lauter bitte!
wo er sagt, nee, Frau, setzen Sie einer neben die Boxen, damit Sie es backen. Es liegt unter anderem daran, der Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicherin ist zur Stunde, und es ist in Deutschland nicht anders, 43,7 Jahre alt. Das heißt, auf die 50 zu gehen wir irgendwann alle, manche sind sogar schon drüber, ja, und wir hören dann einfach, Menschen hören jenseits der 50 nicht mehr so wie mit ihren 20ern, und das ist der Grund, warum dieses laut, logisch, langsam im Sinne von nicht Tempo, sondern deutlich artikuliert mit Pausenmanagement ein Thema für viele ist. Also das kann man relativ easy machen. Und meine Frage ist deswegen jetzt, wenn man da so ein bisschen selbstanalytisch unterwegs ist, es gibt drei verschiedene Typen, drei Typenunterschiede, die man sich anschauen kann. Wenn man sagt, was bin ich denn jetzt, eher ein Stratege oder ein Taktiker? Stratege sind meistens schnarchfade Redner. Die sind ein bisschen lahm bei Präsentationen, aber sie verlieren das Ziel nicht aus den Augen. Wogegen Taktiker oft sehr wendige Redner sind, sehr charismatische Redner, aber manchmal kilometerweit vom Ziel entfernt, weil sie so verliebt in die eigene Performance sind. Und wenn ich jetzt weiß, ich bin Stratege, ja super, fein, dann müssen wir uns nur noch um die taktischen Elemente kümmern. Genauso ist es mit der Unterscheidung von monologisch oder dialogisch. Es gibt Menschen, die wollen lieber in Besprechungen sein und Feedback vom anderen. Andere wollen gerne auf einer Bühne stehen, und auch für beide Dinge kann man was tun. Also je nachdem, wir müssen ja manchmal beides, man kann das schon auch trainieren. Und dann gibt es sowas wie Entscheidungsdenker und Sprechdenker. Entscheidungsdenker sind Menschen, wenn man sagt, was sagst denn du? Der kann das nicht sofort sagen. Der braucht eine Minute, der muss erst mal Gedanken in die Tiefe ventilieren, der muss sich mal selber erst einen Kopf machen und kann erst dann Dinge veräußern. Der braucht Zeit. Womit natürlich der Sprechdenker, wie der Name schon sagt, während er spricht, das Nächste denkt, ihm immer um eine Nasenlänge voraus ist. Und die gute Nachricht für alle jene, die glauben, ich bin Entscheidungsdenker: Sprechdenken kann man lernen. Gute Nachricht. Was bedeutet, zur Kernfrage zurück, hat jeder ein rhetorisches Talent? Ja, aber nehmt es selber in die Hand, denn Cicero hatte recht, als er gesagt hat, zum Dichter wird man geboren, zum Redner gemacht. Sprache bewegt, Sprache verändert sich. Wir haben alle mit 8 Jahren anders geklungen als mit 80, und Sprache bringt dich nach vorne. Warum ist es wichtig? Denn Menschen, die gut reden können, gute Redner, verdienen mehr Geld. Warum? Weil ihnen früher mehr zugetraut wird. Also wenn jetzt der Chef das Gefühl hat, der kann gut mit unseren Kunden und gibt jemandem das größere Kundensegment, ja, Kunststück hat er dann mehr verdient, da hat er nicht einmal mehr dafür machen müssen. Jeder hat ein rhetorisches Talent, und die Frage ist, wo beginnst du? Dankeschön.